Herzlich willkommen zu unserer Sendung Andruck, der Pressetalk auf TV Berlin. Und die Woche hat es wieder in sich. Die SPD ist in den Umfragen vom Freitag auf wieder 26% abgesackt und die CDU ist auf 38% gestiegen. Was ist los mit der SPD? Drei Landtagswahlen verloren, der Schulz-Hype ist vorbei. Was wird nun? Kann die sich noch mal berappeln oder nicht? Darüber will ich diskutieren mit Andreas Thewald, freier Journalist. Herzlich willkommen. Dr. Norbert Seitz, auch freier Journalist, aber früher bei einer SPD-nahen Denkfabrik, oder hätte ich was gesagt, bei Zeitschrift gewesen und ein ausgewiesener SPD-Kenner. Auch Ihnen ein herzlich willkommen. Und Frau Dr. Monika Zimmermann, Vorsitzende des Berliner Presseclubs, früher Sprecherin einer Landesregierung unter CDU-Führung. Ich warte von Ihnen jetzt mal eine klare Antwort. Was ist los bei der CDU? 38%. Ja, es kann so weitergehen. Ja, so sagt man das als Regierungssprecherin. Ja, aber vielleicht zahlt sich manchmal aus, dass man einfach Ruhe bewahrt. Als der Schulz-Hype aufkam, finde ich, war es bemerkenswert. Das ist 4 Monate her. Ja, das ist 4 Monate her. Aber da war, fand ich, da waren ja alle ganz beduselt von diesem Hype. Und da fand ich es sehr gut, dass die CDU sich nicht hat nervös machen lassen, sondern die Kanzlerin lässt sich ja sowieso offenbar selten nervös machen, aber auch die Partei nicht. Und das hat sich vielleicht ausgezahlt. Jetzt ist es wieder so, wie es eigentlich immer, ja, wie es vorher war, ohne den Schulz-Hype. Und insofern muss man mal sehen, also ich neige immer dazu, zur Ruhe zu mahnen, wenn die Aufregung ganz besonders groß ist. Das gilt auch für Journalisten im Übrigen. Da wäre es auch manchmal gut, wenn man ein bisschen ruhiger erstmal abwarten würde und gucken und analysieren, bevor man wieder die nächste steile These in die Welt setzt. Haben wir noch eine steile These, warum es jetzt mit der SPD steil nach unten geht wieder? Ja, ich glaube einfach, dass das Kernproblem besteht, wenn man es jetzt nur auf die FDP, auf die SPD mal reduziert und gar nicht jetzt mal den Aspekt außen vor lässt. Ich glaube, ist das Problem, es nützt oder es reicht nicht, einen Kandidaten hinzustellen, man hat Carmen Schulz, der kommt auf die Bühne, sagt soziale Gerechtigkeit das geht ist eigentlich, und geht wieder. Und erstmal muss ich sagen, soziale Gerechtigkeit oder es geht ungerecht im Land zu, ist insofern immer eine Binse, weil es gibt, geht in jedem Land immer irgendwo ungerecht. Vielleicht wird im Himmelreich mal irgendwann Gerechtigkeit ausbrechen, aber auf Erden wird das nicht stattfinden. Das heißt natürlich nicht, dass man nichts tun muss an bestimmten Ecken. Das ist ganz klar. Aber es kam von Schulz überhaupt kein Konzept. Man wusste gar nicht, wo will er denn eigentlich ansetzen? Was will er denn eigentlich gerechter machen? Wo will er denn überhaupt was machen? Und vor allen Dingen, hat er überhaupt das zentrale Thema erwischt, das die Leute bewegt? Wir haben ein Land, in dem es sehr guten Wohlstand gibt, wo die Renten enorm hoch steigen, wie viele Jahre lang nicht. Wir haben Lohnsteigerungen, die ganz ordentlich sind, auch Nettolohnsteigerungen, die ordentlich sind. Wir haben eine hohe Beschäftigung, eine wachsende Beschäftigung. Das heißt, die Zufriedenheit sehr breiter Massen ist ziemlich hoch in Deutschland. Insofern ist das Gerechtigkeitsproblem nicht das, was die Leute umtreibt. Das ist ja ganz klar das Thema Sicherheit, Integration, auch die Frage, und was hält uns zusammen, Stichwort Leitkultur, das sind Themen, die die Leute bewegen. Und die Unruhe in der ganzen Welt. Genau, also, ich meine, das sind Aspekte, und da hat der Kandidat sich bis dato nicht zu geäußert. Da hat er im Grunde genommen eine Leerstelle gelassen. Und dann ist dieser Hype irgendwann implodiert, zumal er auch gar nicht mehr sichtbar war. Es ist ja schön, dass er überall durch die Welt fährt und erzählt, dass er mal Alkoholiker war und als junger Mann eine faule Socke. Das will ich eigentlich alles gar nicht wissen. Ich will eigentlich wissen, wie will der unser Land regieren? Und da habe ich bisher ganz wenig gehört. Sie sind ja ein intimer SPD-Kenner, also habe ich Sie ja vorgestellt. Ja, waren Sie da, das bleibt man ja ein Leben lang. Ja. Wie kann denn sowas passieren, dass in der SPD-Zentrale diese Dinge alle so verkannt wurden? Das kann schon passieren, und zwar allein schon dadurch, dass Herr Schulz hier ankam, und er hat ja im Grunde genommen die außenpolitische Kompetenz von Frau Merkel in gewisser Weise egalisieren können, dadurch, dass er halt EU-Parlamentspräsident war, dass er auf offener Bühne immer zu sehen war, dass er sich auch immer da in Szene gesetzt hat. Und das war ja zunächst einmal ein Aufatmen in der SPD, dass man sagte, okay, man stelle sich vor, Herr Weil wäre Kanzler, kann er, wenn die Leute alle sagen, hat doch außenpolitisch überhaupt keine Erfahrung, kann doch der Kanzlerin gar nicht Paroli bieten. Und das hatte er nun. Und nun hatte er aber gleichzeitig dieses innenpolitische Defizit, das aufgearbeitet zu haben, sie ihm eben vorgeworfen haben. Also man muss da auch mal gerecht sein. Das heißt, er musste sich dann reinknien. Und die eigentliche Katastrophe von Düsseldorf besteht doch darin, dass der Schulz dann so ein Credo aufgebaut hat: Wir sind näher am Volk.
Wir wissen, wo das Volk der Schuh drückt. Wir kennen die Wünsche, Sorgen und Nöte der Bürger. Die Kanzlerin, die schwebt drüber. Die Kanzlerin hat keine Empathie. Wir haben Emotionen sozusagen. Die haben das nicht. Und dieses Credo, das er durch Hannelore Kraft personifiziert sah, ist völlig zusammengebrochen in Düsseldorf. Weil es ja offenbar nicht stimmte, Frau Zimmermann, oder? Ja, für mich ist eigentlich nicht rätselhaft, wieso der Hype zusammengebrochen ist. Ich habe mich von Anfang an gefragt, wo kommt dieser Hype eigentlich her? Weil Schulz als Person ist nicht besonders sexy, finde ich. Und man kennt ihn auch lange. Das sagt deine Frau, die muss das wissen. Ja, und man kennt ihn auch lange. Und er war da im EU-Parlament. Also wieso, das muss doch, also vielleicht kann das, Herr Seitz, können Sie das erklären? Ich weiß nicht, wo dieser Hype herkam, der ja Schulz auf Dauer geschadet hat, muss man sagen. Der hat ihm ja nicht genützt. Der genützt hätte er ihm, wenn er angehalten hätte. Aber jetzt ist er eigentlich der Mann aus Würselen wieder. Und insofern würde mich mal interessieren, es muss die Verzweiflung in der SPD groß gewesen sein oder der Überdruss an Herrn Gabriel, ich weiß es nicht. Mir war das ein Rätsel, wieso man plötzlich diesen Mann mit der Halbglatze und dem Bart, etwas lauten Organ, wieso das plötzlich der Heilsbringer sein sollte. Das habe ich. Jetzt ist Schulz wieder, wie ich Schulz auch einschätzen würde. Herr Tewald hat vielleicht eine Antwort. Ja, also vielleicht. Ein Widerspruch loswerden. Sie sagten, ich würde jetzt Schulz vorwerfen, dass er sozusagen versucht hat, seine innenpolitische Kompetenz etwas aufzuwerten. Das hat er ja genau nicht getan. Also nur ein Stichwort soziale Gerechtigkeit in die Welt zu werfen, ist ja noch kein Konzept. Und deshalb hat er innenpolitisch einfach Leerstellen gelassen. Und was ich ganz bemerkenswert fand, ist, wie wenig die SPD offenbar in der Lage ist, die Stimmung in der öffentlichen, in der Bevölkerung wahrzunehmen. Ich rede nicht von Journalisten. Wenn man sich in NRW einbildet, Hannelore Kraft ist die große Kümmerin, man hat die großen Themen, kein Kind darf zurückbleiben, all das, was ja immer erzählt worden ist, oder machen eine Schulpolitik, von der sie glaubten, dass das ganze Volk jubelt, wenn es diese Schulpolitik gibt, und werden dafür brutal abgestraft. Oder in Schleswig-Holstein, wo dann auch Herr Albig glaubte, er ist jetzt ein ganz großer Ministerpräsident und hat gar nicht mehr mitgekriegt, dass er anscheinend nicht ankommt. Das nehmen die Leute dann irgendwann übel und das erstaunt mich, dass sie da selber gar nicht ihre Defizite nicht gemerkt haben. Aber ich finde, ich Ihnen erklären aus meinen kleinen Ausflügen in die Politik als Regierungssprecherin. Ich glaube tatsächlich, dass die größte Gefahr für die Politiker heutzutage ist, dass sie in ihrem eigenen Kokon leben. Und das mag bei Hannelore Kraft so gewesen sein und bei anderen. Also ich habe das jedenfalls beobachtet. Das ist, man trifft sich immer untereinander, die Ministerpräsidenten. Man sitzt in seiner Staatskanzlei. Das heißt, man hat wenig frische Luft. Auch wenn man mal rausgeht, ist man umgeben von seinen Sicherheitsbeamten, schüttelt mal dem Volk die Hand. Aber dass man wirklich, das ist ja auch heutzutage gar nicht mehr möglich. Ich sage jetzt auch mal aus Sicherheitsgründen. Man lebt ein bisschen in seiner eigenen Welt. Aber so ganz verstehe ich das trotzdem nicht. Ich möchte vielleicht doch noch was zur Verständlichkeit des Schulz-Hypes sagen, weil Sie sagen, Sie könnten das nicht nachvollziehen. Nee, die Partei war am Boden. Die Partei hat aus ihrer Sicht die ganzen Wahlversprechen eingelöst, Mindestlohn und Mietpreisbremse und Rente mit abschlagsfreie Rente mit 63 bei 40 Beitragsjahren und so weiter. Und hat sich gewundert, warum punkten wir damit nicht? Dass das auch ein Glaubwürdigkeitsproblem ist, das hat sie offenbar nicht. Ja, aber nicht, wahrscheinlich lag nicht, daran, nicht, dass die außenpolitischen nicht, Bedrängungen nicht, so groß waren, dass die Leute ganz andere Probleme haben. Ja, und wie gesagt, plötzlich kommt da einer und spricht sie emotional an. Auch wenn er vielleicht von seiner Physiognomie so aussieht wie ein Juso-Vorsitzender in den 70er Jahren. Aber ja, das kommt ja zur Nostalgie. Der sieht aus wie Herr Scharping. Ich darf noch sagen, der Nostalgiefaktor darf nicht unterschätzt werden, meine Sache. Der Mann hat zwei Narrative aufzubieten. Nämlich einmal das Gerechtigkeitsnarrativ, also Erzählung, nicht? Freilich mehr anknüpfen an die Zeit vor der Globalisierung. Und zum anderen, dass zweitens eben so ein emotionales Motiv ist, Friedens- und Entspannungspolitik. Obwohl das gar nicht... Ich will mal anknüpfen, was der Kollege Tewald gesagt hat. Man muss doch merken,
dass ein Thema wie soziale Gerechtigkeit bei den Leuten nicht ankommt, weil die fühlen das ganz anders. Da sind wir aber wieder bei der Blase, nenne ich das mal. Ich glaube, die SPD macht ja traditionell den Fehler, dass sie glaubt, immer ein Programm ist dann gut, wenn es dem letzten Linken in der eigenen Partei gefällt. Und man interessiert sich weniger dafür, dass man sagen muss, ich muss eigentlich ein Programm aufstellen, das mehr als die eigenen Leute anspricht. Ich will, weiß ich, 38%, 35%, 40% kriegen. Also muss ich mir überlegen, wie kriege ich ein Programm denn gestrickt, das jetzt sozusagen so viele Gruppen anspricht. Schulz ist angetreten mit dem Punkt, wo er den Linken in der Partei jetzt das Gefühl vermittelt hat, ich nehme jetzt wieder Teile der Agenda 2010. Wohlgemerkt, wir sind im Jahre 2017, er nimmt Teile der Agenda 2010 zurück. So, dann jubeln die Linken und sage ich, die haben von der Welt überhaupt noch gar nichts verstanden. Mal, selbst wenn man Dinge davon ungerecht finden mag, aber das ist lange zurückliegend. Man könnte sagen, mach doch eine Agenda 2020. Da scheut er aber den Konflikt, weil er dann die Sorge hat, dass dann bei der SPD sofort der erste Linke wieder ankommt und sagt, ein Moment mal, so geht das nicht. Dann streitet man sich, wie das in der SPD auch Mode ist, im Wahlkampf auf offener Bühne und wundert sich, dass das nicht sehr populär ist. Das ist das Kernproblem. Er hat im Grunde Angst vor seinen eigenen Radikalen im Laden. Deshalb macht er ein Programm, das sehr ängstlich ist und dass das nicht verfängt. Darüber kann man sich gar nicht wundern. Aber es war in erster Linie ein SPD-Hype, das muss man sehen, gerichtet an die Stammwähler. Nicht und nicht darüber hinausgehen. Das heißt, er hat mit seiner Ansprache eigentlich die Leute über die SPD hinaus, wo man dann immer von der Mitte spricht, nicht erreicht. Ich will noch mal nachfragen, wenn ich darf. Weil ich glaube, was der Kollege Tewald sagt, ist richtig. Er hat die Stammwähler nicht angesprochen, sondern er hat die Linken in der SPD angesprochen. Und das sind vermeintlich, ja, ist das die Mehrheit in der Partei. Aber es ist nicht die Mehrheit bei den Stammwählern, oder? Und nicht in der Bevölkerung. Und nicht in der Bevölkerung. Bin ich mal gespannt auf Ihre Antwort. Ja, das sowieso nicht. Aber man muss halt sehen, das Gerechtigkeitsthema ist zwar unter den Sozialpolitikern sehr, sehr populär, aber wie gesagt, ein Mann wie Peter Glotz, der ja ein großer Vordenker war, der hat immer gesagt, aus kleinteiliger Sozialpolitik lässt sich kein visionärer Funken schlagen. Und das heißt, da fehlt der große Bogen sozusagen, der die Leute auch noch mehr begeistert, als dass wir über Rentenkürzungen Sie und haben das Wort. Mir kommt das alles so vor wie von gestern. Sie haben es ja gesagt. Also ich meine, jetzt hat doch auch der Letzte verstanden, dass diese Agenda 2010 so schlecht doch nicht war für das Land. Das Land hat sich doch aus einer Krise befreit durch diesen Schlag von Gerhard Schröder. Da kann man ihm ja wirklich noch immer dankbar sein. Und ich glaube, das hat doch auch jeder verstanden. Da mag es noch ein paar Linke in der SPD geben, die für die das immer noch das schwarze die Tuch sagen, ist. Die sagen, es sei empirisch nicht erwiesen, nicht? Ja, das Frau Herrmann von der empirisch nicht bewiesen? Ja. Wir werden nach der Pause weiter diskutieren. Wir machen eine kleine Werbepause. Wir müssen ja ein bisschen Geld verdienen. Dann sind wir wieder da mit Andreas Tewald, freier Journalist, Dr. Norbert Seitz, freier Journalist und Dr. Monika Zimmermann, Vorsitzende des Berliner Presseclubs. Spannende Diskussion. Was wird mit der SPD? Sie ist wieder bei 26, wie es vorher auch schon war. Bitter, 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 kann man nur sagen. Bis gleich. Wir diskutieren weiter.